100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales. Ich habe noch mal geladen beim letzten Dorf. Ich habe nämlich hier hinten vergessen, eine Info abzugeben. Deswegen laufen wir da noch mal einmal ganz zurück. Und ja, es gab schon wieder ein Update für das Spiel. Es gibt diverse neue Kampfplätze. Ich habe so im Detail jetzt auch nicht auf der Pfanne, was da jetzt alles... was da jetzt alles neu ist. Was mir auf jeden Fall ins Auge geschossen ist, wie gesagt, die neuen Kampfplätze. Gibt wohl auch einen Wachturm, wo jetzt gekämpft wird. Bin ich mal echt neugierig drauf, wenn es dann soweit ist. Might she be looking for work? Okay. Hier müssen wir die nicht abgeben, ne? Dann wahrscheinlich beim Händler oder so. These pelts are so pristine that Gosenberg traders are willing to fight plague-ridden hordes and swamp creatures to buy. Kampf nehmen wir mit. Wir bringen diese Nachricht an diesen Ort, Karusa-Clan. Informiert Karusa-Clan. Okay, da müssen wir wahrscheinlich ins Rathaus oder sowas. Gemeindehaus. Oh, sheesh. Was ist das für Wein? Ein ganz normaler. Nee, da ist es nicht. Handelsposten von Ultrin hier oben. Da ist es, glaube ich, auch nicht. Are you ready to travel? Nee. Mercenaries, I have great news for you. The late. Da ist es auch nicht. In der Apotheke wahrscheinlich auch nicht. You won't find any plague remedies in this shop. Alizar refuses to give us any. Try the smugglers. Nö, das müsste eigentlich tatsächlich in der Taverne sein. Tulis Hand. Karusa Clan. Hier müsste man die Nachricht überbringen. Vielleicht zum Informanten hier. Informieren, tatsächlich. Okay. Might she be looking for work? Okay, kassieren. So, okay, alles klar. Jetzt haben wir's. My grandfather was a soldier in the Eteranian Legion. He fell in love with my grandmother during the war. You know what he did? The blighters switched. Ja, was er getan hat, interessiert mich gerade recht wenig. Wir müssen jetzt dringend auf dem schnellsten Weg zurück in die andere Taverne, wo wir eben waren. Bevor es Nacht ist und wir irgendwie nachts noch von wilden Tieren überfallen werden oder so. Schauen wir das. Sieht nicht so aus, ne? Obwohl, doch, komm mal da oben. Ja. Das sieht gut aus. Rein da. Sehr schick. Guck mal. So wie das Schiff jetzt. Living in the swamp isn't always easy, but it's our clan's way. The elders say what doesn't kill you makes you stronger. Okay, Rasten. Bei der nächsten Rast 617. So. Yep, abbrechen. Gefährten sind gut ausgeruht. Okay, mit dem jetzt rein in die Arena der Helden ist natürlich nicht ganz so clever. Kopfgeld. Ja, wir haben jetzt keinen Bonus durch Mahlzeiten oder so und gehen dann in die Arena der Helden oder der Legenden. Da ist der Haken. Grenzübergang der Banditen. So, Arena der Legenden. Tada! Und hier oben ist das Wetter auch schon wieder schön.
Zilanor. You have enough reputation to challenge the 4th League of Champions, but you can continue fighting in the 5th League if you so wish. Okay, euer Ruf ist so gut, dass ihr die Champions der 4. Liga herausfordern könnt. Wir könnt auch in der 5. Liga weiterkämpfen, wenn ihr möchtet. Nee, wir kämpfen hier. Lisbeth Saga. Ruf reicht nicht aus, eine kritische Forderung. Jedes Mal, wenn eine Forderung der Menge nicht erfüllt wird, schließt sich ein Legionär der Gruppe des Gegners an. Kogo und Toro. Wird eine Forderung aus der Menge nicht erfüllt, heilt dies sämtliche gegnerischen Einheiten in 20%. Zu Beginn jeder Runde gibt es in der Arena Pfützen, die Dämpfe mit starken Wirkung freisetzen. Oh, Saga. Dieser Schildgürtel einem Ritter, der von Kopf bis Fuß in Gold gepanzert war. Abwehrrüstung, Machtdemonstration. Fügt dem Ziel Schaden zu und bewirkt bei allen benachbarten Gegnern des Ziels Verwundbarkeit. Das klingt gut. Wir versuchen uns mal. Inkontinentia, Viva Negan, Taurus, Inkontinentia, wo ist sie? Demencia und Viva, Aufbold. Ich versuch's mal, ja. Okay, Team anmelden, yes. Inkontinentia statt Taurus. Neue Forderung. Jeder Gefährte muss seinen Zug neben einem Verbündeten beenden. Ja, das ist doch mal richtig Käse. Smot. Abbrechen. Bewegen. Jeder muss neben einem Verbündeten. Demencia. Ja, liegen. Mist. 13 hoch. So ist besser, ne? 77. Tick dichter. 231, 77, 231, aber ich will hier. Ach so, wegen dem Dreifachschlag, ne? Ne, klar. Auch neben einem Verbündeten. Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Renn trotzdem los, ne, Alter? Brutality. Gut, pass auf. Zack. Herausfordernder Schrei. Anfälligkeit heißt. Erlittener Schaden um 30% erhöht. Hätte ich vielleicht mal als erstes machen sollen. Fokus der Banditen. Crit um 20% erhöht. Jägerschlag. Teufelskerl. Nochmal? Nee. Schwächung. Schaden. 50% verringert. Sehr gut. Dann. Ein Angriff der Hauptfertigkeit. Nach dem Kampf, das Team in einem Verbündeten wird, ist für diese Fertigkeit zum Rückzug gezwungen. Der Verbündete führt einen Gelegenheitsangriff aus. Ja, guck mal. Dann gehen wir doch mal auf die Rückseite. Zorn von Eckeshit. Der hat bestimmt 28 Stärke nur. Okay. 378. Loggen. Jawohl. Jetzt hätte ich fast verkackt hier. Jeder Gefährte muss das Ziel neben einem Verbündeten beenden. Forderung erfüllt. Nur 4. Okay, Smooth muss Ende der Runde einen Kampf verwickelt sein. Nee, gegen Ende der Runde soll Smooth kaputt sein. Mach mal einen Schritt nach hinten. Rin, ihr piekst. Und warum nicht? Guck mal den hier.
beurteilen. Da hoch. 2 Punkte. So, du rennst hier einmal hoch. Ziehst ihn wieder ran. Herausfordernder Schrei. Und den Piekser. Und außer Gefecht. Korgo und Toro kommen, um euch zu unterstützen. Ah, verdammt. Mencia kann da noch ganz hin. Korgo. Okay, der Speer ist jetzt natürlich doof in diese Richtung. Aber ich... Kriege ich sie beide zusammengezogen dazwischen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Versuchen es aber. Ja, ich kriege sie beide zusammengezogen. Den wieder dazu. Jetzt die Frage, ne? 2x164. Bewirkt Verätzung und Gift. Verliert Gesundheit, verliert Rüstung. Jeder Gefährte muss seinen Zug neben einem Gegner beenden. Okay, erfüllt würde ich sagen. Okay, ich glaube, hier habe ich es... Ja, war geil. Nochmal nachgesetzt. Ich glaube, hier hätte ich nämlich letztes Mal verkackt. Gegner schwächen. Forderung erfüllt. Oh, scheiße. Und stopp. Oh, oh. Rundumschlag. Und gleich, der da oben ist gleich nochmal dran. Natürlich nicht so gut. Ich laufe hier erstmal runter. Oh, da an den Rücken rein. Stärke 99, 120, ne? Ja. Mencia und Viva sind jetzt beste Kameraden. Den direkt nachsetzen. Geil. Und der ist raus. Mega. Okay, aber jetzt schaffe ich es da oben nicht mehr hoch. Muss den Zug neben einen Gegner beenden, ne? Ja, lauf da mal ganz hin. Verdammt. Legionär. Jetzt haben wir noch die beiden, ne? Und dann ist der hier unten dran. Okay, ich würde sagen, wir schubsen die hier einfach mal runter. Glanzleistung. Geil, reingepegert. Und muss neben einem Gegner beenden, ne? Ja. Nein, 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 nein. Halten zurück. Yes. So, hier mal hoch. Und ran. Sehr schön. Gleich ist der Legionär da unten, ne? Neben einem Verbündeten, yes. Dementia. Ach guck, genau. Du kannst ja eigentlich mal... Hier zwischen. Da, nee. Und Umschlag auch nicht. Ranziehen, ne? Dann wird zweimal gestochen. Der ist gleich down da oben. Hier auf diese Seite. Yes. Der ist auch raus. Ja, zu Beginn jeder Runde gibt es in der Arena Pfützen. Okay, das ist die letzte hier, glaube ich.
Und auch raus, ne? Oder laufe ich da hinten hin? Lisbeth? Ich glaube, ich laufe da hinten runter. Ja. Voller Einsatz. Fokus des Banditen. 102. Okay, und der jetzt? Bom, und raus. Viva darf sich nicht bewegen. Oh, das ist blöd. Okay, Negan darf sich aber bewegen. ...538, Verwundbarkeit. Lucilla macht wie viel Schaden? 679. Und der hier 300 nur, ne? Gut. Lauf's mal ein bisschen raus. Anvisieren. Shit. Rennt weg jetzt wahrscheinlich, ne? Okay, Viva darf sich nicht bewegen. Und ran da. Sehr schön. Und nochmal. Au, ouch. Ja, darf sich nicht bewegen. Dann bleiben wir auch stehen. Die ist gleich kaputt. Außer Gefecht. Ist noch zweimal dran. Mist. Muss sie zurückziehen. Ich glaube, Negan erwischt jetzt nämlich nicht mehr. Alle Gefährten müssen sich bewegen. 16 Meter. Okay, erstmal hier ranziehen. Damit rauslaufen. Bis hier. Bing. Und hinterher, ne? Okay, jetzt ist Negan dran. Und Abflug. 316 Uhr. Schade eigentlich. Dranbleiben, Junge. Auf diese Seite. Erst den. Und dann den. Sehr gut. Mal geschafft. Most contestants can't get past Kogo and Toro. You definitely deserve your award. Die meisten Kämpfer kommen nicht an Kogo und Toro vorbei. Ihr habt euch eure Belohnung mehr als verdient. Geil, Saga. You can continue challenging the 4th League Champions, who now know how you fight. As soon as your reputation increases enough, I will summon the 3rd League. Okay, wird die 3. Liga einberufen? Ihr habt einen Brief mit dem Siegel der Arena der Legenden erhalten. Ihr könnt nun die 3. Liga ihrer Champions herausfordern. Aber vorher... Viva hat doch auch ein Schild, ne? Hotella des Unteroffiziers. Guck mal, die kriegt sonst... Oh, wo war es gerade? Machtdemonstration. Der nächste erlittene Angriff wird ein kritischer Treffer. Fügt dem Ziel Schaden zu... Bewirkt bei allen benachbarten Gegnern des Ziels Verwundbarkeit. Guck mal, das ist legendär und kann aufgewertet werden. Taktischer Schmetterschlag. Das wäre gleich. Auch legendär und aufwertbar. Dann kriegt sie das hier mit der Machtdemonstration. Obwohl es ein bisschen schlechter ist als Rotella des Unteroffiziers, ne? Hat allerdings auch nur diesen Block. Dementia. Ich hätte ja gehofft, ne, dass wir hier so ein legendäres Schild kriegen wie das hier. Fügt nach dem Angriff einen benachbarten Schaden zu. Da wäre Rüstung plus 75. Ne? Und sonst habe ich, glaube ich, keinen mehr mit
Schild. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Tritos oder Viva? Ich glaube, Viva kriegt das. Hat sie sich verdient hier im Kampf. Ja, obwohl es optisch nicht so zu ihr passt, ne? Das würde eher zu Tritos passen. Pass mal auf, dann tauschen wir die Schilder einfach mal. Und Tritos kriegt das gut, ja? Ja, doch, das passt optisch irgendwie besser zu ihm. Ne? Dieser Schild gehörte einem Ritter, der von Kopf bis Fuß in Gold gepanzert war. Ja, doch, dann kriegt Tritos. Quatsch. Ja, doch, Tritos kriegt das. Nächster erlittene Angriff wird ein kritischer Treffer. Machtdemonstration. Salbe des zu und da Machtdemonstration. Fügt dem Ziel Schaden zu und bewirkt bei allen Verwundbarkeit. Und dann kann er auch noch hier Schwertmeister reinhauen, ne? Okay, ich glaube, das ist ganz gut für Tritos. Dann gehen wir direkt in die nächste Runde. The Third League Champions await. I don't want to spoil the surprise, but you're in for a tough fight this time. Okay. Brennende Bestien. Oh Gott. Triveteranier. Gegnerische Einheiten erhalten den Status Rage, wenn sie verbrennen. Gegnerische Einheiten erhalten den Status, wenn sie verbrennen. Bogenschütze. Und sein Bär, ne? Der Bär wird doll. Kriegsheld. Zu Beginn der zweiten Runde wird ein Schneebär in der Arena gelassen. Und der hat auch den Schutzwall. Legendär aufwirkbar. Taktischer Schmetterschlag. Ja klar. Bestätigen. Ich überlege gerade. So, los geht's. Gegnerische Einheiten erhalten den Status Rage, wenn sie verbrennen. Also darf ich sie nicht anzünden, ne? Team anmelden. Dann ist doch ganz gut. Ich hatte erst überlegt, ob ich Tritos damit reinschicke. Dementia darf keinen Schaden erleiden. Okay, dann. Da ist Dementia. Viva. Negan. Wow. Die ist wahrscheinlich stark, ne? 159. Fügt dem Ziel Schaden. Wenn dem Ziel nach dem noch mehr als die Hälfte Rüstung bleibt, wird ein zweites Mal zugehauen. Oh fuck, brennt. Der war eigentlich gar nicht mal schlecht hier. Der Angriff, die Angriffsrunde. Muss aber, scheiße, aus dem Feuer raus, ne? Schutz. Mal gucken, wie der Angriff. Ah ja, cool. Brennt auch. Alter, hier brennt alles. Toll, und sie darf keinen Schaden erleiden. Ganz witzig. Ja, verbrennt. Okay, dann müsste ich Tritos wahrscheinlich doch mit reinnehmen hier. Anfälligkeit. Auf die Rückseite. Und raus hier, ne? Brennt trotzdem, ja. Witzig. Ihr habt die Menge glücklich gemacht. Dementia darf sich nicht bewegen. Boah, echt jetzt? Dann anders. Dann muss Negan den eben hochschubsen.
Und rutsch weiter? Nein, leider nicht. Auf die Rückseite. Keine Rüstung mehr. Schaden 120. 133. Verdammt. Beziehung hat sich verschlechtert. Warte mal. Ach komm, wir versuchen es. Ich glaube nicht, dass es was wird. Shit. Okay, ich muss Tritos auf jeden Fall mitnehmen. Beide getroffen, ne? Die Menze darf sie nicht bewegen. Belohnung sind dann 3 Punkte. Nee, komm, pass auf. Ist völlig wurscht. Wie ist hier hoch? Und Demencia bewegt sich. Verliere ich halt 3 Punkte, aber dafür ist hier gleich Ruhe. So, raus mit dir. Nee, Quatsch, warte mal. Wir beginnen den Kampf neu. Ich muss mit Nigen ein bisschen aufpassen. Mit dem Brennen ist echt gemein. Okay, Viva darf keinen Schaden erleiden. Dann kriege ich 3 Punkte, ne? Ja, ganz ehrlich, scheiß mal drauf. Ich habe genug. Wir fangen wieder an mit Negan. Drin, ihr kloppt. Inkontinentia geht auf. Hier hinter. Piekst. Mach den Stoppi. Nein, nicht dort. Nee, das war auch doof. Warte mal. Der haut jetzt da rein, ne? So, Attacke. Da bist du safe. 2x in den Rücken. Sehr gut. Bis 73. Rüber ziehen. X. Läuft sie? Nee, läuft nicht. X. Menge glücklich gemacht. Viva darf sich nicht bewegen. Dann 70 bis 99. Das ist ein normaler Angriff, müsste das sein. Ach so, schade. Ach nee, der ist das, genau. Müsste ein normaler Angriff kommen können. Sehr gut. Und down, ne? Yes. Nainolf und Eklia kommen, um euch zu unterstützen. Neue Arena-Regel. Immer wenn ich das nicht zu Ende lesen darf, ist das ein bisschen blöd.
Er ist dran, ne? Okay, Bogenschütze immer im Nahkampf verwickeln. Ran da. Gut, der brennt auch. Sehr gut. Gejagt. Ja. Lauf mal nach vorn. Ähnlich noch ein Pieks. Die Poste. Sehr schön. Da gleich nochmal Riposte. Noch ein? Yes. Gut, auf diese Seite. Block. Minus 30. Gleich ist nämlich der Titty dran hier unten. Aber vorher schmeißen wir sie hier raus. Yes, Abflug. Weg da. Tschüss. Gut, dort oben hoch. Jetzt kommt der Teddy. Stopp. Verdammt. Oh, fuck. Der hat... Der hat Flächenangriff. Das ist jetzt echt schlecht. Negan ist raus. Alle Gefährten müssen sich bewegen. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir ziehen den Teddy mal rüber. Wieso hat er keinen... Gut, dann eben so. Müsste hier eigentlich mal rauslaufen, dass der Bär sich bewegt. Ne? Wahnsinn. Das war, glaube ich, blöd. Ja. Noch mal weniger Schaden. Raus hier. 145 nur. Lauf da mal hoch. Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Ja, verdammt, haut alle, ne? Oh, shit. Okay, aber alle haben sich bewegt. Wenigstens etwas. Glanzleistung. Warte mal, wir heilen mal wieder. Glanzleistung. Können wir damit nämlich auch Punkte wieder auffüllen. Okay, Schneebär zu Beginn der zweiten Runde. Ach du Güte. Du sagst Schaden, ne? Okay, lauf hier mal ran. Dann gucken wir mal. Scheiße, Rage. Aber er brennt auch. Nee, nicht ins Feuer am besten, ne? Will ich den nochmal rankommen lassen? Feuer, Feuer, Feuer. Ja, geh erstmal auf die Rückseite. Verdammt! Kontinenz ist auch gleich raus.
Okay, das sieht gut aus. Neue Runde beginnt. Menge glücklich gemacht. Brennt aber noch, ne? Kann nicht heilen. Umzingelt. Anfällig. Extra Schaden. 56 nur, ey. Das stimmt da nicht. Boah. Provozieren, ne? Nee, ist auch doof. Verdammt. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich hier hinten rumrenne. Ich werde auf jeden Fall verbrennen hier, ne? Boah, was? Und raus, ne? Voll auf die Schnauze, ey. Ja, das kann ich gar nicht mehr schaffen. Verbrennen. Das war's, glaube ich. Ja. Außer Gefecht. Inkontinentia, Wesen sie im Bären nehme ich noch mit, ne? Jawohl, brate du Schwein. Kann sich selber heilen? Nein. Stopp. Stopp. Aber jetzt kommt er durch. Shit. Und auch raus. Maybe we should have waited a bit before letting you take on our champions. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Ich versuche das direkt nochmal, nehme Tritos mit rein und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Viel Spaß bei dann, bis gleich und ciao.